Guten Tag, mein Name ist Thorsten Glender von der Firma Pengo Immobile Tradition und ich melde mich zurück vom Sommerbus-Projekt. Ich möchte den interessierten Zuschauern des historischen Blechs mal zeigen, wie anspruchsvoll die Arbeit an den historischen Fahrzeugen ist, im Gegensatz zum Tagesgeschäft, wo wir halt eben leichtes Spiel haben mit Neuteilen, die ab Werk nahezu perfekt in Zustand Oberflächenbeschaffenheit vom Stahl und in der Grundierung halt eben sozusagen uns angeliefert werden. Angeliefert werden müssen, um die Preise einfach gering zu halten beim Versicherungsgeschäft. Bei der Oldtimer-Restauration stehen wir halt eben vor komplett anderen Aufgaben. Und ich möchte Ihnen mal zeigen anhand der Türen von unserem Sommerbus, von was ich da eigentlich spreche. Und zwar habe ich gestern an einer Tür die Zierleiste entfernt. Und so wie bei der hier, um dann halt eben den letzten Schliff zu machen, um die alte Lackierung runterzubekommen. Und ja, man kann es, glaube ich, so ein altes Auto mit einem alten Haus halt eben vergleichen, wenn man sich ein altes Haus kauft. Und ich glaube, da erlebt man auch hinter jeder Wand eine böse Überraschung oder auf jeden Fall eine Überraschung. Und genauso ging es mir halt eben gestern bei unserem Sommerbus-Projekt. Und zwar war unter der alten Zierleiste eine knapp Zentimeter dicke Spachtelschicht, unter der sich dann einfach ein Loch verbarg. Ja, kurzes Spiel für unseren Karosseriebau, aber so viel zu dem Thema halt eben, wie andere Werkstätten. Gut, okay, dieses historische Auto war ja auch mal ein Alltagsauto und wurde halt eben nicht mit so viel Herz behandelt, wie wir es jetzt tun. Weil wir ja auch immer das hehre Ziel haben, ja, hier oben war offensichtlich auch was angeschraubt, was einfach nicht zugeschweißt wurde, wie man es halt eben richtig macht. Ich meine, wenn man Löcher nicht mehr braucht, dann werden die zugeschweißt und nicht einfach zugespachtelt. Also ist mir jetzt neu, dass das so richtig ist. Aber ja, wie gesagt, habe ich jetzt hier vorgefunden an diesem Fahrzeug hier. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Oder auch nicht. Macht es ja schon eine ganze Weile. Ja, und das ist halt eben der feine Unterschied zu einem Neuteil. Ja, weil, wie gesagt, wir wollen ja hier auf eine Bestnote kommen mit dem Fahrzeug, einfach damit der Wagen hinterher auch ordentlich was wert ist beim Gutachten. Und ja, wir stehen halt eben, wie gesagt, jeder Quadratzentimeter alten Lachs und alten Spachtel birgt für uns halt eben solche bösen Überraschungen. Und die müssen halt eben alle beseitigt werden, zugeschweißt, mit dem Spotter rausgezogen werden, um da halt eben möglichst wenig Schichtige nachher drauf zu kriegen, um einfach nachher ein perfektes Ergebnis für den Kunden zu haben. Und ja, damit es halt eben auch nachher eine richtig Bombenbewertung vom Gutachter gibt. Wie gesagt, das ist alles, was zählt. Dieses Fahrzeug muss einfach aufgrund des Aufwands, es muss sich einfach lohnen und rechnen. Wir haben hier zum Beispiel auch, dadurch, dass diese Tür ja nur 50 Jahre auf dem Buckel hat, haben wir hier halt eben vom Karosseriebau her auch was einschweißen müssen. Ja, und diese Sachen, die müssen nachher alle nahezu unsichtbar sein, um einfach von der Bewertung her einfach auf eine Bestnote zu kommen. Ja, und das ist halt eben das ist unsere harte, harte Arbeit mit viel Erfahrung und viel Schweiß und Herzblut. Ich habe von dem Sommerbus da drüben die Klapptüren schon vorbereitet und werde die sind auch geschweißt worden, genauso wie die vorderen Türen halt eben, weil die waren halt eben unterhalb komplett durchkorrodiert, die sind komplett neu gebaut und ich werde nach dem Endschliff, werde ich mich nochmal melden und dann werden wir mal live mit dem schichtigen Messgerät, werden wir mal gucken, da wo das Blech eingesetzt wurde, auf was für Schichtigen wir da kommen. Und ja, also mein Ansatz ist ja immer unter 500 zu bleiben, selbst wenn die spachtelt werden muss, mit Endlackierung. Und ja, das weiß ich einfach, weil ich es ja gemacht habe, da werde ich drunter bleiben und dann wird es nachher auch eine Top-Bewertung geben. Aber ich zeige Ihnen das gerne mal, wenn die Türen geschliffen sind, bevor Farbe raufkommt, gehen wir mal ran mit dem schichtigen Messgerät und gucken mal, wie qualitativ hochwertig unsere Arbeit ist, meine Arbeit. Und wie gesagt, ich habe da nichts zu verbergen. Ich
weiß, dass meine Qualität da stimmt. Aber wie gesagt, ich zeige Ihnen das einmal live vor der Kamera. Vielen Dank.